Hallo, liebe Zocker und YouTuber. Erkennt ihr diesen Bildschirm? Ja, richtig, das ist der Startbildschirm von Alien Isolation. Wir sind noch nicht ganz fertig auf der Raumstation Sevastopol. Da hinten sieht man sie im Hintergrund. Wir haben zwar das Hauptspiel durch, aber kürzlich gab es den Season Pass mit sämtlichen DLCs im Angebot. Und da bin ich nicht drum herum gekommen, weil bei diesem Season Pass unter diesen DLCs sind eine ganze Menge kleiner Story-Missionen, kleiner Story-Schnipsel, die so ein paar andere Charaktere der Raumstation Sevastopol unter die Lupe nehmen bzw. begleiten. Und teilweise sind das so, ja, ich möchte mal sagen, fast so einer kleinen Prequel-Folgen. Die erzählen also so ein bisschen die Story, was denn alles schief ging auf Sevastopol, bevor Amanda Ripley da mit der Torrance angekommen ist. Ja, und das möchte ich zusammen mit euch spielen. Ich werde es jetzt schon bereuen, weil ich werde natürlich wieder in der Ecke heulend enden und werde nur noch bei eingeschaltetem Licht schlafen können, aber naja, so ist das halt. Diese neuen Story-DLCs findet ihr im Überlebensmodus. Ich habe zwar mal gesagt, naja, der Überlebensmodus ist eigentlich nichts für mich, aber wenn er eine kleine Story erzählt, wie in diesem Fall, dann würde ich schon sagen, dass wir das mal machen. Das erste kleine Kapitel, den ersten kleinen Schnipsel hier, der Keller, den möchte ich nicht spielen, weil das ist wirklich ein zusammenhangloses Level. Da spielt man die Amanda und muss sich da irgendwo im Keller rumschlagen. Das ist auch standardmäßig beim Spiel dabei gewesen. Das möchte ich nicht spielen, aber die folgenden, die alle beim Season Pass dabei waren, unter anderem die Mission, wo man den Ransom spielt. Das war einer von den hohen Seeksen-Tieren, die dann noch versucht haben, Profit aus der Sache zu schlagen. Das heißt, mit den Daten von der Nostromo zu entkommen. Oder Lingard, das war die medizinische Offizierin, die das infizierte Besatzungsmitglied von der Anisidora untersucht hat. Oder Huges, das war einer, den man hauptsächlich aus Audiologs und aus Textlogs kennt. Das war ein einfacher Arbeiter. Oder aber den Axel, das dürfte der bekannteste gewesen sein. Axel ist nämlich der erste NPC, den man begegnet. Das ist dieser Überlebenstyp. Und ja, der wird später vom Alien vernascht, quasi als Auftakt vom Alien. Aber dem begegnen wir. Der begleitet uns eine ganze Weile. Und Ricardo natürlich auch. Ricardo ist quasi unser Funkkontakt ins Marshall-Büro. Das ist der Stellvertreter von Waits, der dann irgendwann mal die Führung übernommen hatte, nachdem Waits von den Androiden zusammengekloppt wurde. So, wir fangen natürlich der Reihenfolge nach an. Diese ganzen DLCs, die führen so ganz langsam zu dem Ereignis mit der Torrance, also wo Ripley ankommt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit Ransom an. Ransom, da steht's schon, ist so ein ganz aalglatter Seeksen-Politiker, der aus der ganzen Sache noch versucht, Profit zu schlagen. Und der muss drei Level bestehen. Wir fangen natürlich mit dem ersten an. Und ich glaube, das ist kurz nach dem Ausbruch, wo es gerade anfing, schief zu gehen. Da steht schon, Schweine haben mich im Stich gelassen, um ihre Investitionen zu schützen. Ich nehme mal an, er redet von den anderen Seeksen-Leuten. Ich verschwinde hier und werde sicherstellen, dass ich nichts für diese Geier zurücklasse. Also er versucht da noch abzuhauen und natürlich so viel wie möglich mitzunehmen, was irgendwas an Wert ergibt. Wir spielen natürlich, obwohl wir die anderen Charaktere auch zur Auswahl haben, den Charakter, für den das DLC gemacht ist, nämlich den Ransom. Und was hat er dabei? Der ist natürlich ein hohes Tier, deswegen hat er einen Level 2 Sicherheitszugangsgenerator dabei und ansonsten Revolver und einen Bolzenschießer. Warum die Politiker bzw. die hohen Tiere von Seeksen mit Bolzenschießer rumlaufen, weiß ich nicht, aber sie tun es. So, genug geschwafelt, los geht's. Ransom. Oh Gott, ich werde so heulen. Vielleicht haben wir ja Glück und am Anfang ist noch kein Alien da. Ich weiß nicht, wann dieses... Abfindung. Zeitlimit 30 Minuten. Aha, löschen Sie die Server, zeichnen Sie... Oh Gott. Geht das auch langsamer? Nach oben steht's. Löschen Sie die Serveraufzeichnungen, schalten Sie das Überwachungssystem ab, riegeln Sie Jalousien ab. Ja, wir wollen natürlich alles vertuschen und erstmal klauen. Und... Wir sammeln natürlich erstmal alles ein. Ich glaube, wir sind in seinem Privatquartier. Die Zeit läuft noch nicht. Bereit machen. Okay, bereit machen heißt... Ich durchsuche erstmal das Privatquartier. Und guck mal, was er hier. Ethanol hat er dabei. Und was haben wir da? Munition. Ah, das ist gut. Taschenlampenbatterien. Wie ging das mit der Taschenlampe? So, alles klar. Na,
Okay, ein Revolver hat er mit sage und schreibe 2 Schuss. Wir wissen ja, dass wir dem Alien nicht viel tun können damit. So, alles genau durchsuchen. Ich denke mal, wir brauchen wirklich alles. Elektroschockerladung, Schrott. Ja, und ich glaube, das hier, diese Story haben wir in dem einen Audiolog mitgekriegt. Da hat er davon berichtet, dass einer von den Androiden in sein Zimmer gekommen ist und ihn, unfreundlich behandelt hat. Und da hat er ihn einfach mal umgeklopft. Okay, ich glaube, das war's hier. Und dann wollen wir mal zusehen, dass wir von der Station hier runterkommen. Oh, da ist noch was. Revolvermunition, sehr schön. Lad nach, komm. Dass wir von der Station hier runterkommen. Und möglichst noch ein bisschen was mitgehen lassen hier. Bevor die ganze Sache den Bach runtergeht. Los geht's. Oh Gott, ich werde sowas von. Okay, ich überleg's mir. Ah, Mann! Sag mal! Wollt ihr mich? Das, wie fängt denn das an? Okay, ich glaube, es ist drin. Darf ich mal bitte ganz kurz... Super, wir haben auch überhaupt nichts. Oh shit. Kann mal einer bitte... Warum haben wir keine Karte? Oh, warum kam denn das Viech hier gleich an, Geschisse? Haben wir irgendwo Kartenmaterial? Wo? Wo? Wo ist es? Oh Gott. Okay, also die Frage, wann das Ding einsetzt, ist komplett beantwortet. Wann die Story einsetzt. Sie setzt nämlich genau dann ein, wenn das Viech hier schon rumturnt. Also die Sache ist schon den Bach runtergegangen. Die Sache ist schon komplett den Bach runtergegangen. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Wir haben null Karten. Wir haben wirklich null Karten, oder? Ja. Okay, und wir haben auch nur 30 Minuten. Was sollen wir machen? Löschen Sie die Serveraufzeichnung, schalten Sie die Überwachung. Mann! Ich bin doch nicht vorbereitet darauf! Ich bin noch nicht vorbereitet! Ich bin doch noch gar nicht vorbereitet! Ich bin doch noch gar nicht vorbereitet. Ich bin doch noch gar nicht vorbereitet. Ich bin doch noch nicht vorbereitet. Ich wollte da langsam rangeführt werden. Ich wollte da langsam rangeführt werden. Ganz langsam. Und ich brauche eine Karte. Gib mir eine verdammte Karte. Ich weiß doch gar nicht, wo die Jalousien abgeriegelt werden können. Du siehst mich ja gar nicht. Nein! Wo? Ah. Teufel nochmal. Warum? Mann! Ich wollte doch da...
Ich wollte doch da nur um die Ecke gehen. Mann, warum spiele ich das? Ich weiß es nicht. Über überlegene Sinne. Das kann mich mit seinen überlegenen Sinnen mal. Okay, ich dachte, man wird langsam herangeführt. Das war ein schwerwiegender Irrtum. Es gibt natürlich, so viel kann ich euch verraten, es gibt natürlich... Halt, da war noch was. Es gibt natürlich Speicherpunkte, aber ich war so schlecht gerade. Ich habe den Speicherpunkt nicht mal ansatzweise erreicht. Oh. Und schon hat's mich wieder. Schon hat's mich wieder. Kann das sein, dass der Schwierigkeitsgrad recht knackig ist? Was ist denn das? Radio brauchen wir nicht. Was haben wir denn? Warte mal, wir können gleich mal was bauen hier. Ich meine, Leuchtfackel, Geräusche. Können wir Geräusche machen? Nee, können wir überhaupt nicht bauen. EMP-Mine. Bolzen. Ja. Kann mir eigentlich alles sparen hier. So, komm. Und? Springt er mir wieder vor die... Ja, mach da. Das muss anscheinend so. Scheinbar muss er mir direkt vor die Nase Nein! Oh, da. Der muss mir direkt vor die Nuss springen. So, jetzt ist er weg. Ich versuch's mal jetzt an einer ganz anderen Stelle. Geräuschemacher wäre schon der Brüller. Wo bin ich denn hier? Bleib hier. Oh Gott. Was ist das da? Da könnte ich was hacken. Wo ist es? Da oben. Ja, ja, komm her. Ich bin unten. Du siehst mich nicht. Nein, nicht hierhin. Da, die Treppe rauf. Oder woanders hin. Nicht hierhin. Kusch. Okay. Das schaffe ich nicht. Wie denn? So. Nein! Ich habe keine Zeit. So, komm. Lass los. Geh auf. Was ist denn jetzt passiert? Ach, das waren die Jalousien. Okay, erstes Ziel erfolgreich. Riegeln Sie die Jalousien. Cool, okay. Jalousien sind abgeriegelt. Und jetzt soll ich irgendwas ausschalten. Nein! Nein! Ist es weg? Natürlich nicht. Ja, da war ich vorhin. Lehn dich mal zurück. Jetzt steht's still. Da hinten war... Da war es Schwänzchen. Ich hab's Schwänzchen gesehen. Haha. Ich habe noch 27 Minuten, um die Überwachungssysteme abzuschalten. Darf ich? Geh weg. Du musst hier raus.
du kannst hier nicht drin bleiben. Aha! Nein, 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 nein! 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 I am not here! Ich bin... Kann man hier irgendwie die Luft anhalten? Oh! Nein! Du hast mich gar nicht gesehen! Die Meldung kam ein bisschen zu spät hier. Halten Sie die Luft an. Ah. Ich schaff das. Ich schaff das. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, Freunde. Ist ja kein Wunder, dass die alle gestorben sind auf Sevastopol. Ist ja wirklich kein Wunder. Okay, aber wir wissen jetzt, wo das Dingens ist. Wo wir die Jalousien zumachen. Das müsste schon mal klappen. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, jetzt sammeln wir das noch ein und das noch ein. Wofür habe ich den Revolver dabei? Wollt ihr mich trollen? Braucht den Revolver nicht. So, komm runter. Ich weiß, dass du jetzt runterkommst. Nein! Du darfst hier nicht rein. Das ist der Safe Room. Das ist der Safe Room. Was ist das? Das ist der Safe Room. Glaub, es hackt jetzt. Du hättest auch mal was machen können. Das war der Safe Room. Aha. Ja. Exaktement. Das war der Safe Room. Der kann ja hier nicht lang, ne? La. Nein. Ah! Mann! Sag mal, wie ist es denn drauf? Ich hab den Eindruck, das Viech ist auf LSD oder so. Das Viech ist auf LSD. Okay. Geschafft. Lötlampe. Heinig. Nummer 1. Was soll ich noch machen? Schalten Sie die... Überwachungssysteme ab. Ich hör's. Ich hör's. Aber ich sehe es nicht. Wo? Nein! Nein! Nein, 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 nein.
Ich muss das schaffen. Wo ist es? Hör auf zu rennen! Hör auf zu rennen! Nein! Was hat's denn? Ist es ungehalten? Ich sehe dich. Sag mal, spielen wir jetzt hier... Oh. Kann ich einen Geräuschemacher bauen? Ich könnte, glaube ich. Bau mal einen Geräuschemacher, komm. Komm. Ja, Gerät, hier, basteln. Komm, weiter, ich will speichern. Warum? Warum kannst du dich nicht irgendwo mal... Warum kannst du dich nicht... Nicht, dass du da runtertropfst. Go, go, go. Wo ist er denn? Du sollst das werfen! Holst dir! Raus, rein da. Hoho. Hoho. Okay. Das war ja toll. Das mit dem Geräuschemacher hat sich ja total gelohnt. Nein! Nein! Wo ist es? Sieht's wer? Ich bin so cool, weil ich ein Mädchen bin. Komm doch mal rüber, Mann. Und setz dich zu mir hin. Weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Komm, 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 komm. Komm. Komm, komm. Wo, wo, da? Da, 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 da. Da. Mach aus! Komm! Nein! Mach aus! Runter! Runter! Leuchtfackel! Leuchtfackel! Scheiße. Falsche Richtung. Falsche Richtung.
Zwei haben wir. Wie verfehlt. Habe ich doch geschafft oder nicht? Oder ist die Zeit rum? Ich habe das doch geschafft oder nicht? Muss ich jetzt nicht fliehen? Sie aus dem Penthouse-Bereich? Ich dachte, ich hätte das geschafft. Und wo fliehe ich aus dem Penthouse-Bereich? Ich hab das noch gar nicht verfehlt. Nein! Das ist der Safe-Bereich hier. Das ist der... Ist es noch da? Hallo? Nein. Aber warum? Nein, das wollte ich gar nicht. Warum habe ich denn verfehlt? Lauf einfach weiter. Ah! Böses Tier. Rein da. Rein. Oh Gott. Warum habe ich denn verfehlt? Ich habe auch gar keine Zeit nachzudenken hier, ganz ehrlich. Ich habe auch überhaupt keine Zeit hier nachzudenken, was ich hier tue. Hallo? Okay, das scheint ein neuer Bereich zu sein. Links, rechts? Nein! Nein! Nee! Nee. Schlicht und ergreifend, nee. Nein. Ich bin hier nicht drinne. Und fliehen Sie aus dem Penthouse-Bereich, ohne von dem Alien getötet zu werden. Ja, und wo ist das? Da kann ich auch nicht mehr ran. Wie komme ich hier raus? Geh zu, geh zu. Das ist doch noch da draußen. Nein! Halt die Luft an! Halt die Luft an! Nein! Ich muss fliehen! Ich halt die Luft an! Ich halt die Luft ja an! Ich halt die Luft ja an! Es sieht mich ja nicht! Oh. Ah! Ah, das Alien ist nicht die. Doch, hier im Moment ist es die einzige. Freunde, wie hart ist das denn?